Wir sind hier am Lehrstuhl für kognitive Systeme an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Wir arbeiten schon seit über 20 Jahren mit mobilen Robotern. Also das ist unser Roboter Lea. Wir haben auch Luc. Die beiden Roboter sollten identisch sein. Das heißt, wenn einer irgendeinen Defekt hat, könnten wir den anderen benutzen. Der Roboter ist eigentlich Summit XL von der Firma Robotnik, ein Skid-Steering-Antrieb. Wir haben vier RGBD-Kameras, eine IMU, dann einen 3D-Laserscanner und auch 2x2D-Laserscanner vorne und hinten. Wir sind ein sehr gut gemischtes Team. Wir haben Spaß an der Forschung, geht nicht immer so ernst zu, sondern es wird auch häufig ziemlich locker. Schwierig für uns speziell war die Ansteuerung des Arms, weil wir vorher noch nicht wirklich was mit Manipulation gemacht haben. Unser Arm ist relativ billig und selbst gebastelt, aber eigentlich funktioniert das schon mit Movit natürlich und auch mit Visual Serving. Das haben wir selber implementiert. Das heißt reaktives Greifen mit einer Kamera und Ultraschallsensor. Also mit solchen Robotern ist es wirklich lustig, Tests zu machen, weil es wirklich Spaß macht, und so rumzufahren und gleichzeitig zu forschen. Das Kontrollsystem für den ganzen Roboter, das ist selbst gebaut, wobei wir immer versuchen, existierende Komponenten, die es in der Robotik-Community gibt, auch zu verwenden. Wenn Sie vier Kameras gleichzeitig haben und Farbbilddaten und Tiefendaten gleichzeitig fusionieren müssen, das ist sehr, sehr aufwendig, da braucht man effiziente Algorithmen. Wir sehen uns eigentlich relativ gut gerüstet, ja. Wir sind jetzt gerade in der Optimierungsphase. Wir schauen aber auch, dass wir im Zweifelsfall eingreifen können und deswegen zumindest einen semi-autonomen Lauf schaffen können. Wir sind fast fertig und wir freuen uns.